Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Skull & Bones. Es geht wieder um die besten Schiffe heute. Und eines der besten Schiffe ist definitiv die Brigantine. Ein ganz, ganz tolles Schiff, was wir uns hier beim Schiffsbauer herstellen lassen können. Natürlich nur dann, wenn wir den Bauplan haben und wenn wir die Materialien haben, die dafür benötigt werden. Wie gesagt, das Schiff ist wirklich sehr, sehr gut. Ist auch immer so eine Geschichte, natürlich Richtung, wenn man guckt, Richtung bestes Schiff. Ich persönlich würde es im Midgame in der Konfiguration, wie ich es euch vorstellen werde, als eines der besten Schiffe bezeichnen. Kommt aber natürlich immer dran auf den eigenen Spielstil. Das muss man dabei immer ganz, ganz, ja, dolle berücksichtigen. Wie ist mein Spielstil? Was mache ich im Spiel? Und ist das dann das richtige Schiff für mich? Im PvP würde ich sagen, definitiv eins der besten Schiffe. Natürlich Angriffsklasse, dementsprechend kein Tank, sondern dafür da, wenn ihr alleine loszieht und dann wirklich eine Menge Krempel umhauen wollt. Und da ich halt, wie gesagt, jetzt in Planung habe, das Video zu machen, wo ich euch zeige, wie ich die Brigantine ausrüste, wie ich damit über die Meere schippere, habe ich mir überlegt, wir teilen das auf, damit das Video nicht zu lang wird. Und ich zeige euch erst einmal, wie ihr das Schiff generell überhaupt bekommt. Ne? Denn dafür ist natürlich auch einiges notwendig. Ihr braucht einige Sachen vorweg, um das Ganze machen zu können. Und deswegen schauen wir jetzt erstmal darauf, wo wir den Bauplan für die Brigantine herbekommen. Und zwar könnt ihr dort einfach im Codex nachschauen. Unter dem Schiff sagt dann bitte einmal im Tagebuch markieren. Da sehen wir auch die Stats von dem Schiff. Weswegen ich das so liebe, bis auf die Fracht mit 45.000, bisschen gering, Megafon, mehr RAM-Schaden, finde ich immer richtig geil. Einen guten Rumpf von 40.000, Deckungsstärke 8.000 und vor allem Trimgeschwindigkeit 18 Knoten. Dazu Bugbewaffnung, Breitseiten 8, dann Zusatzbewaffnung und dann natürlich für die Ausstattung auch noch schön eine Menge Plätze, dass wir da ein bisschen was unterbekommen. Wir sehen Schiffstyp Angreifer, also viel DPS kommen da definitiv bei rum. Und wenn wir jetzt dieses Schiff bauen wollen, dann braucht man, wie gesagt, zum einen natürlich als allererstes den Bauplan. Und wenn ihr das halt noch nicht auf der Karte drauf habt, zeige ich euch, wo ihr zum Beispiel hier den zerstörten Leuchtturm findet, um dort euch schon einmal den Bauplan zu organisieren für das Schiff. Und dann gehen wir gleich noch auf die ganzen Materialien ein, denn nicht jedem ist immer hundertprozentig klar, wo und wie er die Sachen am besten bekommt. Und deswegen, wenn ihr das selber wisst und mit dem Codex da wunderbar arbeiten könnt und kein Problem habt, genug von der Karte erkundet habt, genug anseht, dann seid ihr praktisch schon, ja, theoretisch sage ich mal, hier durch. Ansonsten schauen wir mal, Rosella-Tuch, Grünherzplanke, Magnetitbarren, Shellac, dann ganz wichtig die Torsionsfedern, wo wir die herbekommen, das gucken wir uns hier gleich im Detail an. Und für günstiges, schnelles, zuverlässiges Silber, Items oder auch Boost für Skull & Bones, checke einfach MMOEXP. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Verwende dort einfach den Code GOODIE und es gibt nochmal zusätzlich obendrauf 6% Rabatt auf alle Bestellungen. Ganz wichtig natürlich auch, bevor ihr jetzt loszieht, all die Sachen zu besorgen, die bei euch auf der Einkaufsliste stehen, weil die euch noch fehlen, weil ihr habt zum Beispiel keine Grünholzplanken, dann macht vorher eines. Ne, markiert euch erstmal hier das Schiff im Codex, sagt bitte verfolgen für die ganzen Materialien, das ist schon mal ganz gut und dann rennt erst einmal zum Veredler, rennt dort erst einmal hin, weil vielleicht habt ihr ja zum Beispiel genug Material, um diese 14 Rosella-Tuch herzustellen oder um diese Grünherzplanken zu bauen. Ihr seht das zum Beispiel bei mir, es fehlen nur zwei, also gucke ich vorher erst einmal vorbei beim Veredler. Habe ich eventuell in meinem Frachtraum noch genug Rohmaterial, um mir den ganzen Krempel bauen zu lassen? Weil dann brauche ich nicht durch die Weltgeschichte zu reisen, um irgendwo Holz abzubauen, weil ich halt genug habe. Ne? Und deswegen hier beim Veredler auf alle Fälle vorher erst einmal nachschauen, was ihr hier ja vorweg schon herstellen könnt, um dann, wie gesagt, die Einkaufsliste ruckzuck zu verkleinern. So, und damit machen wir uns hier zum Beispiel jetzt erstmal auf den Weg, um Rosella-Tuch zu farmen. Und zwar habt ihr das wirklich wahnsinnig, wahnsinnig dicht beieinander. Zig Abbaugebiete für Roselle, wie ihr hier seht, was ich hier schon am Harvesten bin, am Ernten bin.
Da haben wir hier ganz viel und zwar sehen wir es gleich auch natürlich auf der Karte, wo die Stelle ist. Ich zeige es nur ganz kurz hier wirklich. Ich brauchte hier zum zweiten Strauch noch nicht mal abzulegen. So nah war der bereits dran und da kommen schon, ja, ruckzuck die ganzen Rosellen rein, wie immer man auch das ganz genau wirklich nennt. Denkt dran, ihr braucht das nicht unbedingt von Hand zu machen. Ihr könnt natürlich in den Einstellungsoptionen automatisch Looten einstellen. Dann dauert das ein kleines bisschen länger. Und ihr bekommt halt immer das gelbe Ergebnis, aber ihr braucht halt nicht auf das Knöpfchen zu drücken. Ne? Das habe ich ja auch schon mehrfach darauf hingewiesen. Und so können wir hier, wie gesagt, eine ganze Menge von diesem Rosellatuch abfarmen. So, und hier sehen wir jetzt auch auf der Karte hier, wo ich mich befinde. Hier Zentralbecken ist die Zone und hier diese kleine Inselgruppe dort haben wir halt, wie gesagt, genug, mehr als genug Abbaumöglichkeiten für das Rosellatuch. Hier sehen wir nochmal ganz kurz hier, ganz rausgezoomt, hier kommen wir normalerweise her, St. Anne, und dort ist diese kleine Inselgruppe, die ich meine, wo hier, wie gesagt, eine ganze Menge von dem Zeug verfügbar ist. Und damit gucken wir gleich direkt rüber zum nächsten Baustoff, Magnetit. Ist das nächste, was wir abernten müssen, und auch das bekommen wir zum Glück in, ja, relativ kleinem Gebiet. Hier auf diesen drei Inseln seht ihr das hier schon auf der Markierung. Hier ist wirklich mehr als genug von diesem Magnetit verfügbar zum Abbauen. Und auch das ist von einem, ja, vom Pfadweg her, sage ich mal, jetzt nicht so weit entfernt. Da kann man ruhig auch, denke ich mal, relativ gefahrlos hinschippern, um dort das entsprechende Material abzubauen. So, damit kommen wir zum Grünherz. Das Grünherzholz, was wir brauchen für die Planken. Auch das ist auch an einem einzigen Gebiet wieder sehr, sehr gut abzubauen. Da habe ich euch noch eine Alternative gemacht. Ich meine, das betrifft letztendlich auch das Magnetit. Und zwar gibt es natürlich einige Handelsposten. Oh, jetzt baue ich hier aus Versehen die Frucht ab. Auf alle Fälle gibt es einige Handelsposten, wo das Zeug auch einfach herumliegt. Ne? Also das Grünherzholz liegt irgendwie auf dem Boden herum und das Magnetit in irgendwelchen Kisten. Ihr könnt natürlich halt, auch wenn ihr an solch einem Außenposten seid, ich werde euch gleich einen zeigen, den ihr eventuell wahrscheinlich auch schon kennen wird, wenn ihr mein Video gesehen habt mit den mache 500.000 Silber in einer Stunde, dann kennt ihr nämlich genau den Punkt, weil ich nämlich dort empfohlen habe, hey, das Grünherzholz, nehmt das dort mit, damit ihr wisst, ob ihr den Server gewechselt habt beim Ein- und Ausloggen, und habt daher eventuell von diesem Grünherzholz mehr als genug bereits im Inventar. Und ansonsten, wie gesagt, hier bei dieser kleinen Inselgruppe, wir haben es gerade auf der Karte gesehen, könnt ihr das Ganze natürlich dann halt auch ganz stinknormal abbauen. Aber die Spots sind nicht ganz so häufig wie bei dem Rosellatuch zum Beispiel, und deswegen ist es eventuell auch eine Option, da zu sagen, hey, nee, ich hole mir das direkt aus dem Außenposten, wo es auf dem Fußboden herumliegt. Wie gesagt, da gibt es einige, nicht nur den, den ich euch zeige. So, und jetzt hier der Handelspunkt, den ich euch zeigen wollte, was ich eben gerade angekündigt habe, wo halt immer dieses, ja, Magnetit und auch Grünherzholz herumliegt. Hier das Holländer Camp, ganz unten in der Ecke gelegen im Südosten. Und wenn wir da einmal direkt am Strand nach oben gehen, dann rennen wir direkt einmal immer auf so einen Holzstapel drauf zu. Da ist er. Nehmen wir mit. Sind natürlich nur zwei Stück. Ist jetzt nicht so der Burner. Und dann gehen wir noch mal ein paar Schritte weiter. Und dann kommt hier in diesem Tunnel das Magnetit. Aber ich denke mal, das sollte man sich vielleicht dann doch von den Inseln holen. Aber halt achtet halt auch einfach drauf, ne? Wenn ihr irgendwo halt, sage ich mal, an irgendeinem Lager seid, dass ihr dort dann halt wirklich, ja, einfach die Augen aufmacht. Ich meine, es gibt ja immer viel, ne? Bananen liegen rum, ne? Weil wir ja sowieso durchgehend eigentlich nur am Bananenessen sind, und es liegen Früchte rum, es liegen Kanonenkugeln herum und natürlich genauso halt hier, wie gesagt, die Rohmaterialien, wie hier in diesem Beispiel das Magnetit und das Grünherzholz. Dann loggt ihr halt einmal ein und aus, müsst dann beim Ein- und Ausloggen so 10 Sekündchen warten, für die, die es nicht wissen, dass ihr auch wirklich den Server gewechselt habt, und könnt dann halt erneut zugreifen. Wie gesagt, hier in diesem Ladescreen, da müsst ihr kurz so ein bisschen innehalten. Ich mache immer sicherheitshalber 15 Sekunden, die ich hier warte, bevor ich dann auf Fortsetzen drücke. Dann komme ich wieder rein ins Spiel und kann neu die Dinge mitnehmen. So, da sind wir wieder, haben sozusagen den Server gewechselt. Und da ist wieder das Holz, sind wieder nur zwei Stück, also daher lohnt sich das nicht so richtig, finde ich. Bloß, ich wollte es gezeigt haben, dass vielleicht auch einfach euer Auge drauf schulen, dass ihr da immer wieder guckt. So, mit den nächsten Items geht es weiter. Scheibenglas.
Jetzt kommen so die Geschichten, die ihr entweder kaufen müsst beim Händler oder aber erbeuten müsst von anderen Schiffen. Auch hier nutzt ihr wieder den Kodex, geht auf die veredelten Materialien, sucht dort das Scheibenglas heraus. Dort ist auch das Shellac zum Beispiel drin. Shellac brauchen wir ganz genauso wie Scheibenglas. Und ich glaube, da war noch ein drittes, genau das, der Rohsalpeter. Das sind die drei Sachen, die sucht ihr hier unter Spezialmaterial im Kodex, geht dann auf Verfolgen und bekommt dann halt auch dort auf der Karte angezeigt, wo es zum Beispiel Schiffsrouten gibt, die dieses Zeug halt an Bord haben oder aber wo es Händler gibt, die ihr, ja, wo ihr es ganz normal kaufen könnt oder aber auch Siedlungen, die ihr überfallen könnt, um das Ganze mitzunehmen. Also da seht ihr, da habt ihr relativ viele Optionen für den Rohsalpeter, für das Scheibenzeug, ne? Scheiben, ich hab's gerade sofort automatisch wieder vergessen, den Namen. Und Rosalp und Shellac, genau. Shellac war es auch noch gewesen. Und deswegen, wenn ihr die Karte noch nicht so weit aufgedeckt habt, bekommt ihr eventuell nicht alles angezeigt. Deswegen von mir hier auf der Karte die ganzen Sachen. Wie gesagt, momentan ist hier der Rosalpeter, glaube ich, ausgewählt. Dann sehen wir halt hier diese Versorgungsroute. Und da sehe ich jetzt momentan die Eisenplanke. Batik. Wollte ich gar nicht haben, obwohl Batik brauchen wir auch, ne? Ich glaube, Batik brauchen wir sogar auch. Und ihr seht also, das ist alles da oben, ne? Hier unten ist davon nichts, das ist alles da oben in dem Gebiet. Das bedeutet, ihr müsst natürlich über die große See, ich habe da heute erst einen Kommentar gelesen, dass wir manche Probleme haben, wenn das Schiff noch zu klein ist, da heile anzukommen. Aber eigentlich, wenn man ein bisschen aufpasst, dann sollte man das eigentlich hinbekommen, das Ganze zu machen. Ihr seht halt auch in eurem Journal habt ihr dann die einzelnen Sachen drin, um dann hier immer wieder das Richtige auswählen zu können, um es verfolgen zu können. Das Scheibenglas haben wir jetzt ausgewählt und dann sehen wir hier diese Siedlung hier zum Beispiel, die könnte ich überfallen, um es dort mitzunehmen. Oder es gibt auch hier diesen Posten, da könnte ich handeln, fahre ich hin, sage, hey, handeln, habt ihr ein bisschen Scheibenglas da und kaufe mir das Zeug dort ganz normal. So, ich platziere mich jetzt hier mit meinem Schiff an so einer Schiffsroute und werde dann mit meinem Fernglas spähen, wo ich denn bitteschön Leute habe, die Scheibenglas an Bord haben. So, bin ich noch ein bisschen zu weit weg. Da hinten sind schon mal zwei Schiffe. Gucken wir mal. Wie gesagt, es ist definitiv halt auch eine Handelsroute. Ich habe es mir hier markiert. Fahre mit meinem Schiff so ein bisschen in die Richtung hinein. Und bin halt hier, wie gesagt, am Suchen, dass ich hier mir das Material erjage. So, und da haben wir doch schon Opfer gefunden. Der hat zwei Scheibenglas an Bord und man sieht auch gleich, das finde ich wieder wirklich gut gemacht vom Spiel, dass ich das getrackt habe. Da hat man gesehen gehabt, war so eine kleine Markierung dran, dass ich das tracke. Jetzt schnappe ich mir den Halunken da hinten und schnappe mir dementsprechend halt auch sein Scheibenglas. So, da ist er down und da ist das begehrte Scheibenglas, was wir gebraucht haben. So einfach kann es gehen. Jetzt wird es ein bisschen komplexer, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Also, denn die Torsionsfedern, die wir uns jetzt gleich holen, die sind ein bisschen, ja, schwieriger, denn eigentlich gibt es nur eine Stelle, wo ihr euch das Ganze einzeln holen könnt. Bei mir ist es jetzt der Fall, dass ich zum Glück da nicht alleine war, weil sich halt noch ein Kollege, ja, mit angeschlossen hat, die Siedlung zu überfallen, oder besser gesagt, das Fort zu überfallen, was sehr, sehr praktisch und sehr, sehr schön war. So, ich suche hier erstmal das Weite. Und dann geht es zu den Torsionsfedern, denn wir haben drei Stellen hier im Spiel, wo wir die bekommen, wo wir das bekommen. Wir markieren uns wieder exotische Materialien im Kodex. So, wir sehen, zwei Torsionsfedern brauche ich. Dann markiere ich mir die hier, Torsionsfeder ist der richtige Name, habe mir das markiert und dann sehe ich einmal hier, hochlevelig, sehr hochlevelig, also zwei hochlevelige Varianten, noch eine hochlevelige Variante und dann aber hier, Level 7, wunderbar, Level 7, das können wir machen, das kriegen wir auch solo hin, aber selbst solo,
Je nachdem, wie ihr ausgestattet seid und da ihr gerade den Brigantine euch besorgt, werdet ihr wahrscheinlich noch nicht so massiv ausgestattet sein. Ist schon ein kleiner Kampf, ne? Ist schon ein kleiner Kampf, das Ganze hier platt zu machen. Ich habe jetzt nur ganz kurz hier das Ende jetzt eingeblendet. Logisch, ne? Wir machen die Türme down, wir machen zwischendurch eine Mauer down, wir machen die Schiffe down, die uns entgegenkommen. Und wie gesagt, ich habe Glück gehabt, dass sich hier, wie gesagt, ein Kollege der Sache angeschlossen hat, war reiner Zufall gewesen. Und da war das dann eigentlich eine easy peasy Geschichte. Ansonsten alleine kann es schon sein, dass man da so ein bisschen ins Kämpfen kommt. Ihr seht ja hier, kommen auch nochmal hier so Level 9 Schiffe angefahren. Ich meine, da hätte ich jetzt auch fliehen können, aber wofür, ne? Man macht sie halt auch einfach weg. Das geht natürlich ganz genauso. Und so habt ihr dann eigentlich alle Sachen zusammen. Ich habe jetzt hier gleich nochmal ganz kurz für euch den Shellac auf der Liste. Aber der ist eigentlich ganz genauso zu holen, glaube ich, wie Rosalpeter und das Scheibenglas. So, aber jetzt habe ich das hier nochmal drin. Und da sehen wir den Kollegen, der hier unterstützt hat bei der Einnahme von dem Fort. Vielen Dank dafür, ne? Wie gesagt, war reiner Zufall, dass er da gejoint ist. Wunderbar, hat die Sache natürlich leichter gemacht. So, und damit geht es nochmal zum Shellac, zum letzten auf der Liste. Wenn ich euch schon alle Materialien zeige, dann können wir Shellac hier natürlich nicht weglassen. Wir gehen wieder auf die veredelten Materialien drauf und gucken, wo es ist. Ne, Spezialmaterial sogar. Spezialmaterial, da haben wir Shellac. Auch wieder einfach ins Tagebuch eintragen. Wir sehen schon, im Territorium der Remper ist das Ganze zu finden. Zoomen raus aus der Karte und sehen dann hier oben ganz weit hier oben im Norden die Möglichkeit, hier entweder halt zu überfallen oder halt shoppen zu gehen und dort dann Shellac kaufen zu können. Das war's. So habt ihr eure Brigantine zusammen und wie gesagt, ein geiles Bild werde ich euch dann auch noch morgen vorstellen. Ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Ich bin bisher sehr zufrieden. Ich werde es heute noch mal ein bisschen testen, aber wie immer, eigentlich bin ich schon, wie gesagt, für Midgame sage ich, ist es sehr, sehr gut. Endgame, da schauen wir ein andermal drauf. Ich danke euch fürs dabei sein. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr so war, denkt an den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen, dann verpasst ihr weiter kein neues Video. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goody. Ein so würdevoller Abakabar, Captain. Ich habe hier die besten Waren. Diese Waren sind sehr selten. Natürlich. Dafür habe ich Niederländer getötet. Ach, ich wollte doch nur einen... Sie haben uns ruiniert. Doch ihr seid auch... Ach, vergiss. Sich unsere Taschen füllen, Captain.